So, meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zur Programmpräsentation der Firmen-Challenge Österreich. Ich hoffe, Sie sind trotz der heißen Temperaturen noch aufnahmefähig. Ich hoffe, dass ich trotz der heißen Temperaturen nur zum Präsentieren imstande bin. Aber ich glaube, zu zweit oder gemeinsam kriegen wir das ganz gut hin. Wir haben alle keine Zeit zu verlieren, deswegen würde ich sagen, starte ich gleich mit der Präsentation zur sechsten Firmen-Challenge Österreich, die heuer wieder am 1. Oktober starten wird. Vielleicht ganz kurz zu meiner Person, damit Sie wissen, wer da heute mit Ihnen redet. Ich bin der Thomas Schkurnin, gerne Thomas, also auch in zukünftigen Austauschen gerne per Du. Bin verantwortlich für die Projektleitung für die Firmen-Challenge Österreich und darf Sie eben heute ganz kurz mit in die Welt der Firmen-Challenge nehmen und Ihnen zeigen, worum es bei unserer Gesundheitsinitiative auch geht, die wir seit 2019 gemeinsam mit der Wirtschaftskammer Wien, genauer gesagt mit der Fachgruppe Personenberatung und Personenbetreuung, organisieren. Was versteckt sich hinter diesem schönen Namen? Das sind einerseits die Ernährungswissenschaftler, die Ernährungsberatung, die sportwissenschaftliche Beratung, aber auch die psychologische Beratung, das heißt im Prinzip die Mental Coaches und auf der zweiten Seite dann auch die Personenbetreuung. Das heißt, während der Firmen-Challenge werden Sie von den Expertinnen von der Wirtschaftskammer auch begleitet bei den drei großen Themen Ernährung, Bewegung, mentale Fitness. Und dann gibt es auch noch Tipps und Tricks für Personenbetreuung beim Thema Familie. Hier möchte ich dann ganz auch kurz den Magister Harald Janisch erwähnen. Das ist der Fachgruppenobmann, eben der Fachgruppe Personenberatung und Personenbetreuung, der uns einerseits mit seinem Wissen unterstützt, aber dann auch Ihren MitarbeiterInnen während der Firmen-Challenge mit Rat und Tat in der Form von Vorträgen beispielsweise zur Seite stehen wird. So viel zu uns, die hinter der Firmen-Challenge stehen. Jetzt zur Firmen-Challenge selbst. Wenn man die Firmen-Challenge in drei Sätzen zusammenfassen möchte, dann kann man das am besten so machen. Die Firmen-Challenge ist seit 2019 das wissenschaftlich fundierte digitale 50-Tage-Gesundheitsprogramm für Unternehmen und für ihre Mitarbeitenden. Wir ermöglichen mit der Firmenchallenge spielerisch eine positive Lebensstilveränderung. Gleichzeitig verbinden wir mit der innovativen Gesundheitsförderung auch für Sie attraktives Employer Branding und auch eine soziale Verantwortung, da wir präventiv auf die Gesundheit für die Mitarbeitenden einwirken. Unser niedrigschwelliger Gamification-Ansatz macht Gesundheit zum Teamerlebnis, stärkt den Zusammenhalt in der Firma und steigert dann in weiterer Folge auch die Arbeitgeberattraktivität von Ihnen. Da haben wir schöne Ergebnisse, zu denen kommen wir heute im Laufe der Präsentation noch. Ja, aber wie gesagt, ganz kurz die Firmen-Challenge zusammengefasst. Warum gibt es die Firmen-Challenge seit 2019? Hier holen wir ganz kurz etwas aus. Ausgang oder ausschlaggebend für die Firmen-Challenge war eine Studie der Bundessportorganisation, die 2015 erschienen ist. Die sind zum Resultat gekommen, weniger als ein Drittel der österreichischen Bevölkerung erfüllt die Bewegungsempfehlung der WHO. Das sind 150 Minuten Bewegung pro Woche, also knapp über 20 Minuten pro Tag. Im Standard hat man das dann so schön zusammengefasst: Österreich ist unbeweglich, unsportlich, zu faul. Und genau hier wollten wir eben ansetzen und setzen wir an, indem wir gemeinsam mit unseren Partnern, aber auch mit den teilnehmenden Unternehmen eine neue Bewegungskultur in Österreich schaffen. Das Ganze wissenschaftlich fundiert, indem wir dann auch die drei Themen vereinbaren: Gesundheit, Umwelt und Wirtschaft, die drei Themen, die uns bewegen, wenn man so will. Dabei unterstützen uns dann nicht nur Sie als Unternehmen und unsere Partner, sondern auch eine große Anzahl an ehrenamtlichen BotschafterInnen. Sie werden es kennen, viele bekannte Persönlichkeiten aus der österreichischen Sportlandschaft sind da mit dabei, unter anderem der Armin Assinger, die Liz Görgel, der Michi Wallerhofer. Wir haben aber auch zum Beispiel den Hans-Peter Hutter mit dabei, der spätestens, glaube ich, seit Corona vielen Menschen in Österreich ein Begriff ist, oder auch den BA Straubinger, die Ö3-Stimme schlechthin, wenn man so will. Sie alle unterstützen uns hier ehrenamtlich, eine neue Bewegungskultur zu schaffen in Österreich, und das nicht nur in der Kommunikation, sondern diese Sportlegenden und Promis stehen dann auch während der Firmen-Challenge ihren MitarbeiterInnen zur Verfügung, indem sie beispielsweise Vorträge halten. Mit der Liz Görgel haben wir tolle Turnvideos. Das heißt, wir bringen da auch einen gewissen Star-Faktor mit in die Firmen-Challenge mit rein, was von den
TeilnehmerInnen immer sehr gut angenommen wird. Sie merken es vermutlich schon und Sie werden es weiterhin merken. Wir versuchen bei der Firmenchallenge immer die Wissenschaft mit einzubeziehen, indem wir uns auf Studien beziehen, aber auch selbst Studien durchführen. Deswegen haben wir beispielsweise 2019 und 2023 eine Studie zur betrieblichen Gesundheitsförderung in Österreich durchgeführt. Das hat sich sehr gut ergeben, weil wir so einen schönen Vergleich zwischen vor Corona und nach Corona ja, ziehen haben können. Und dabei ist eben unter anderem herausgekommen, dass sich knapp 39% mehr Unterstützung von der Firma im Bereich Bewegung wünschen, über 47% bei der mentalen Fitness. Und ganz, ganz interessant ist auch, bei den 18- bis 29-Jährigen ist es weit über die Hälfte, 55% wollen hier mehr Unterstützung vom Arbeitgeber bei der mentalen Fitness. Das heißt, wir sind mit unserer Firmenchallenge quasi am Zahn der Zeit. Das Angebot wird angenommen, und zeigt auch Wirkung. Dafür sorgen wir auch mit dem Zeitraum der Firmenchallenge, die 50 Tage. Das ist nämlich nicht zufällig gewählt und aus der Luft gegriffen, sondern das ist laut wissenschaftlichen Erkenntnissen die Zeitspanne, nach der die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass neue Verhaltensweisen nachhaltig in den Alltag integriert werden. Das kann man sich dann in der abgeschwächten Form vorstellen, wie das Zähneputzen. Da denkt man auch nicht mehr drüber nach, sondern man macht es einfach und einen ähnlichen Effekt erzielt man dann bereits nach 50 Tagen. Ja, warum ist es denn so wichtig? Wir haben vorher schon die Gesundheitsdaten von der Bundessportorganisation gehört. Wird es vor weitere Zahlen, die sehr gut dazu dienen, dass wir in Österreich einfach was machen müssen. Wir haben hier den Vergleich Österreich-Schweden, im ersten Schritt bei der Lebenserwartung. Sie können hier sehen, die Schweden haben eine etwas höhere, es ist aber allerdings noch im Rahmen. Also man kann grob sagen, die Lebenserwartung ist quasi ident. Und unterschiedlich schaut es dann aus, wenn es um die lebenswerten Jahre in guter bzw. sehr guter Gesundheit geht. Da schaut die ganze Sache nämlich so aus, dass bei vergleichbarer Lebenserwartung die schwedischen Frauen 8 Jahre mehr haben, die schwedischen Männer sogar um 9,7, also um fast 10 Jahre mehr in sehr guter bzw. guter Gesundheit. Das heißt dann einfach, das ist die Zeitspanne, in der man dann auch im höheren Alter ohne Wehwehchen, ohne körperliche Beschwerden, ohne mentale Beschwerden wirklich noch einen schönen Lebensherbst verbringen kann, ohne dass man sich hier mit großartigen Krankheiten rumschlagen muss. Und da sind die Schweden, vor allem die nordischen Länder, uns weit voraus, weil die eben einen ganz anderen Zugang haben. Gesündere Ernährung, mehr Bewegung, die in den Alltag integriert worden ist oder die in den Alltag integriert wird. Und das Ganze sieht man eben auch dann hier bei der Pflegefalle, dass eben in Österreich ein deutlich größerer Anteil von Pflege- bzw. betreuungsbedürftigen Personen vorhanden ist. Es sind dann Personen ab 65, als eben im Vergleich zu nordischen Ländern wie Schweden, wie Dänemark, wie die Niederlande. Das heißt im Prinzip einfach, wir müssen präventiv tätig werden. Und da braucht es gar nicht den Sport. Ich muss nicht für den Marathon trainieren, ich muss mich einfach bewegen. Und am einfachsten geht es natürlich, wenn ich die Bewegung in den Alltag integrieren kann. Und genau darum geht es bei der Firmenchallenge. Ja, neben der Integration von Bewegung und Sport in den Alltag geht es dann auch darum, dass wir für die Themen Ernährung und mentale Fitness sensibilisieren, wie schon angesprochen, in der Form von Vorträgen mit gesunden Rezepten und so weiter. Gleichzeitig fördern wir die Umwelt, das ist dann später noch ein Punkt, um damit eben dann eine Lebensstilveränderung in 50 Tagen zu ermöglichen. Jetzt haben wir viel gehört, was die Firmenchallenge erreichen will. Wie wollen wir das erreichen? Im ersten Schritt natürlich mal mit dem Sammeln der Bewegungsminuten über unsere App. 50 Tage lang werden hier im Team mit den Kolleginnen Minuten gesammelt. Das Ganze wirkt dann gruppendynamisch. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite hat man natürlich den positiven Wettbewerb gegen andere Unternehmen in der jeweiligen Kategorie. Es wird über die App täglich motiviert. Einerseits haben Sie als Unternehmen und wir als Firmenchallenge die Möglichkeit, das Ganze via Push-Notifications zu machen. Andererseits gibt es, wie schon angesprochen, tägliche Live-Einheiten. Wir haben ein großes Online-Fitnessstudio und eine Mediathek mit ganz vielen Videos, Blog-Einträgen, Podcasts, die on demand bereits zur Verfügung stehen. Und dann gibt es noch zum Auflockern unterhaltsame Quizze.
spaßige Fun-Challenges und so weiter. Wir arbeiten bei der Firmen-Challenge mit der App Straight. Falls Sie aus Wien sind, wird Ihnen vielleicht die Sportordination Wien was sagen, mit dem Magister Michael Koller und dem Dr. Robert Fritz, den man unter anderem auch als Rennarzt vom Vienna City Marathon kennt. Die Sportordination ist eines der größten sportmedizinischen, sportwissenschaftlichen Institute in Europa. Das heißt, wir haben hier wirklich auch, wenn es um unseren technischen Partner geht, geballte Kompetenz, die wir hier alle TeilnehmerInnen zur Verfügung stellen können. Und vielleicht nur, dass Sie mal einen Überblick haben, wie die App ausschaut. Hier ein paar Screenshots für Sie mit dabei. Wir haben auf der einen Seite den Startbildschirm mit dem Bewegungstachometer, der bei jedem Öffnen der App signalisiert, wo stehe ich mit meinen 150 Minuten pro Woche. Ich habe die Content-Übersicht, wo die ganzen Sporteinheiten und die aufgezeichneten Videos zur Verfügung stehen. Sie sehen hier die Sportarten, beziehungsweise Bewegungsarten, wenn man so will. Ganz rechts oben im Eck sieht man, dass auch die Gartenarbeit beispielsweise bei uns ja, als Aktivität mit einbezogen werden darf, weil es wirklich eben darum geht, Bewegung zu integrieren, nicht den Sport. Sie können in der App tracken, das sieht man hier schön mit der Tracking-Oberfläche und haben natürlich die Challenge-Übersicht mit dem Ranking auch in der App jederzeit und immer live zum Abruf bereit. Das Tracking ist ein großer Punkt, der ist sicher auch für Sie sehr relevant. Welche Möglichkeiten gibt es hier? Man hat es hier vorne auf dem vierten Bild schon gesehen. Einmal das Live-Tracking, wie man es vielleicht auch von größeren Apps wie Adidas Running kennt. Das heißt, man startet eine Aktivität in der App, pausiert sie dort und beendet sie dort. Ich kann manuell tracken. Das heißt, wenn mein Handy einmal mit beim Sporteln mit dabei ist, habe ich die Möglichkeit, das nachzutragen. Und ich kann natürlich auch mittels Drittanbietern tracken. Das heißt, wenn ich eine Sportuhr habe, dann kann ich die über Google Health, Apple Health oder auch, wenn es beispielsweise eine Garmin-Uhr ist, direkt mit der App verbinden und so meine Daten von der Uhr in mein Handy synchronisieren. Ich habe die Niederschwelligkeit schon einige Male heute angesprochen. Wir sagen immer, es braucht eigentlich nur die App, um an der Firmenchallenge teilnehmen zu können. Im Prinzip braucht es nicht einmal die App. Das ist dann vor allem vielleicht für ältere Herrschaften interessant, die eben die Möglichkeit haben, manuell auch die Daten über den Stand-PC, über den Laptop nachzutragen. Das heißt, der ganze Content und so weiter und auch das Erfassen von Minuten ist über den PC genauso möglich wie über die App. Wir wollen sensibilisieren, deshalb haben Ihre MitarbeiterInnen die Möglichkeit, Tagesziele selbst zu erfassen. Die haben jetzt auf das Challenge-Ranking keinen Einfluss, sind aber immer gut, um sich selbst seine Gewohnheiten in Erinnerung zu rufen. Habe ich mich zuckerfrei ernährt? Habe ich vegetarische Lebensmittel zu mir genommen? Verzichte ich auf Nikotin und auf Alkohol? Das kann in der App erfasst werden und dann hat man dann auch eine schöne Auswertung, wie sich vielleicht das Verhalten der MitarbeiterInnen über die 50 Tage der Challenge verändert hat. Wir als Firmenchallenge und auch Sie als Unternehmen haben die Möglichkeit, Beiträge und Events zu erstellen, die dann in Ihrem Falle nur für Ihre MitarbeiterInnen wirklich auch ersichtlich sind. Es gibt einen In-App-Posteingang, mit dem Sie kommunizieren können. Und vorher habe ich schon angesprochen, die Push-Notifications, mit denen Sie wirklich alle MitarbeiterInnen, die mit dabei sind, am Handy erreichen. Und natürlich die ganzen verschiedenen Rankings, die es bei der Firmenchallenge gibt, können über die App abgerufen werden, stehen natürlich auch im Web zur Verfügung. Wir haben in den letzten Jahren die Erfahrung gemacht, dass es für die MitarbeiterInnen sehr willkommen ist, wenn man nicht alles auf einmal kommuniziert, sondern das Ganze gut gegliedert, gut aufgeteilt, in kleine Happen, wenn man so will, vermittelt. Deshalb gibt es die Wochenthemen. Das heißt, wir widmen uns in jeder der 7 Firmen-Challenge-Wochen gezielt einem bestimmten Thema. Natürlich steht der Content auch sonst zur Verfügung, aber in dieser Woche, in der jeweiligen Woche, liegt dann der Fokus ganz besonders auf diesem einen Thema. Und ich habe schon angesprochen, es gibt Fun- und Wochen-Challenges, die sollen einfach dazu dienen, dass meine Auflockerung mit reinbringt. Letztes Jahr vielleicht als Beispiel haben wir die virtuelle Abfahrtshocke im gemeinsamen Call mit Michael Walkofer, immerhin Weltcupsieger. Habe das, was wirklich eine sehr tolle Sache war und von den TeilnehmerInnen sehr gut angenommen worden ist. Und auch das Umweltthema habe ich bereits etwas weiter vorher schon angesprochen. Worum geht es hier? Wir merken, dass neben der Gruppendynamik und der eigenen Gesundheit vor allem das Thema Umwelt auch Ihre MitarbeiterInnen motiviert, um mehr Sport zu machen.
Das Konzept von der Firmen-Challenge ist auf der einen Seite schon CO2-vermindernd, da wir darauf hinweisen, geht es mehr zu Fuß, fahrt es weniger mit den Autos, schaut es auf regionale, saisonale, nachhaltige Ernährung, das ist gut für euch, aber auch in weiterer Folge gut für die Umwelt. Aber wir belohnen dann auch gesundes Verhalten, wenn man so will, indem wir für jede tausendste Bewegungsminute einen Baum pflanzen. Das kommt dann immer sehr gut an, da jeder Teilnehmer dann auch ein Zertifikat erhält über die Anzahl der gesammelten Bäume. Das heißt, wenn der Max Mustermann aus ihrem Unternehmen 3000 Minuten gesammelt hat, kriegt er 3 Bäume und bekommt das Ganze dann auch in einem für ihn individualisierten Baumzertifikat bescheinigt. Seit 2022 haben wir hier bereits über 14.000 Bäume pflanzen können und wir freuen uns natürlich, dass diese Anzahl jedes Jahr mehr wird. Hier nochmal ganz kurz für Sie, da gehe ich jetzt gar nicht mehr allzu groß darauf ein, wir haben das vorher schon alles ausführlich besprochen, eine Auflistung, was für eine Benefits haben Sie, haben Ihre MitarbeiterInnen von der Firmen-Challenge mit den täglichen Live-Einheiten, mit dem persönlichen Baumzertifikat, mit der kostenlosen oder mit dem großen On-Demand-Video-Pool, Podcast-Pool, wenn man so will. Welche Effekte gibt es für Sie als Unternehmen? Sie tragen zu einer neuen Gesundheits- und Bewegungskultur dabei, haben natürlich durch gesündere MitarbeiterInnen weniger Fluktuation und Krankheitstage, schaffen positives Employer Branding, und viel mehr. Wirklich, ja, eine große Auswahl an positiven Effekten und Benefits, die wir da durch die Firmen-Challenge für Sie und Ihre MitarbeiterInnen schaffen. Sie bekommen dann die Präsentation von uns natürlich im Nachgang auch zugesendet. Da können Sie sich das Ganze dann auch nochmal in Ruhe durchlesen. Vielleicht kurz zur letztjährigen Firmen-Challenge, damit Sie für heuer dann schon wissen, was sind die Werte, die wir übertrumpfen wollen, die wir übertrumpfen werden. Wir haben im vergangenen Jahr 5,5 Millionen Bewegungsminuten gesammelt. Es wurden dadurch 5.500 Bäume gepflanzt. Und wir sind auf 455 Minuten pro Woche pro Teilnehmerin gekommen. Wenn wir uns jetzt zu Beginn der Präsentation in Erinnerung rufen, die WHO-Empfehlung sind 150 Minuten pro Woche, haben wir da ein sehr tolles Ergebnis erzielt. Wir haben die Mindestanforderung quasi verdreifachen können, was für uns als Firmen-Challenge dann eigentlich die wichtigste Kennzahl ist. Wir sehen, das Ganze wirkt. Und wir sehen, die Leute nehmen es auch gut an. Wir haben seit Jahren sehr, sehr tolles Feedback, das wir bekommen. 95% gefällt das Konzept der Firmen-Challenge. 86 sehen es als Mehrwert. 83 finden es mit der Firmen-Challenge leichter, wirklich auch am Ball zu bleiben und das Ganze durchzuziehen. Und 70% haben ihren Be Fokus bewusst auf die drei großen Themen Bewegung, Ernährung und mentale Fitness legen können. Sehr, sehr schöne Werte. Und hier dann auch die drei wichtigsten Faktoren für die Teilnahme, die ich vorher schon angesprochen habe. Diese ganzen Zahlen, die haben wir uns nicht ausgedacht, sondern die sind aus unseren Teilnehmer-Nachbefragungen, die wir dann immer nach der Challenge auch durchführen. Das heißt, das ist alles ja, praxisnah, praxisgetreu. Ich habe vorher schon die Partner angesprochen. Ich darf Ihnen jetzt kurz die Partner auch mal zeigen. Ganz oben natürlich die Wirtschaftskammer Wien mit der Fachgruppe Personenberatung, Personenbetreuung und die Wirtschaftskammer Österreich. Aber wir haben dann auch sehr, sehr viele weitere Partner, die uns dann eben hier bei unserer Gesundheitsinitiative unterstützen. Und vielleicht auch ein bisschen Name-Dropping unsererseits. Wir haben das Glück gehabt, dass wirklich schon sehr, sehr viele große Unternehmen in Österreich an der Firmen-Challenge teilgenommen haben und wieder teilnehmen werden. Das geht von der Asfinag bis hin zur Zürich-Versicherung, also wirklich von A bis Z große Unternehmen, die hier schon mit dabei waren. Jetzt kommen wir vielleicht zum wichtigsten Punkt auch für Sie. Was kostet das Ganze und was bekomme ich für mein Geld? Sie haben als Unternehmen prinzipiell drei Möglichkeiten, um bei der Firmen-Challenge mit dabei zu sein. Das sind unsere drei Pakete Light, Classic und Premium. Mit dem Light-Paket haben Sie inkludiert, dass Sie Bewegungsminuten sammeln können. Das heißt, die App-Nutzung ist mit dabei. Sie sind als Firma im Ranking aufgelistet, und können im Team Minuten sammeln. Beim Classic-Paket ist dann auch unser Food Move Mind-Paket mit dabei. Das ist die große Auswahl an angesprochenen Content.
Und beim Premium-Paket haben Sie dann viele, viele weitere Zusatzleistungen, wie zum Beispiel das Auswertungspaket, bei dem wir Ihnen nach Ende der Challenge, aber auch laufend während der Challenge, alle Gesundheitsdaten Ihrer MitarbeiterInnen aggregiert und anonymisiert zur Verfügung stellen. Das heißt, Sie können schauen, was sind die beliebtesten Sportarten meiner MitarbeiterInnen, wie viele haben wirklich mitgemacht. Ja, und Ihr persönliches, firmeninternes Gesundheitsprogramm an diesen Zahlen orientieren und darauf ausrichten. Sie haben mit den internen Firmenteams die Möglichkeit, nicht nur gegen andere Unternehmen anzutreten, sondern beispielsweise auch Marketing gegen Sales antreten zu lassen. Das interne Firmen-Einzelranking ist dann einfach ja, ein separates Ranking, wo nur Ihre MitarbeiterInnen aufgelistet sind und sehen können, wie Sie sich im Vergleich zu der Kolleginnenschaft schlagen. Mit dem Branding-Paket haben Sie die Möglichkeit, mit Ihrem Logo in der App präsent zu sein. Und mit dem Mental-Inform-Paket haben Sie dann auch die Möglichkeit, kostenlos bei unserem Sport- und Gesundheitsforum im Herbst via Livestream mit dabei zu sein. Sehr viel, das gibt es natürlich alles auf unserer Homepage dann auch nachzulesen, was die einzelnen Pakete genau inkludieren. Vielleicht hier noch kurz der Hinweis, wenn Sie beispielsweise als Unternehmen an den internen Firmenteams interessiert sind, dann müssen Sie deshalb nicht das Premium-Paket kaufen. Sie können genauso gut das Classic-Paket nehmen und das dazu buchen und das Ganze so noch ein bisschen ja, Bauklotz-Prinzip individuell zusammenstellen. Und hier die Teilnahmegebühren für die jeweiligen Pakete ist sehr, sehr viel, aber für Sie in der jeweiligen Kategorie kommen ja dann wirklich nur drei in Frage. Deswegen schaffen wir das, dass wir das dann auch übersichtlich halten können. Sie sehen, die Teilnahmegebühr ist sehr, sehr niederschwellig für die jeweilige Mitarbeiteranzahl. Das ermöglicht auch der Wirtschaftskammer Rabatt von 60%, der hier bereits berücksichtigt ist. Und gerade wenn Sie jetzt vielleicht ein kleineres Unternehmen sind, das vielleicht auch nicht über die ganz großen finanziellen Mittel verfügt, soll das kein Grund sein, dass Sie nicht an der Firmenchallenge teilnehmen können. Mit unserem Verein zur Förderung der Bewegungs- und Gesundheitskultur in Österreich schaffen wir die Möglichkeit, dass eine gewisse Anzahl an Unternehmen auch kostenlos bei uns mitmachen kann. So, ich glaube, wir liegen ganz gut in der Zeit. Die Programmpräsentation dient dazu, dass wir Ihnen einen allgemeinen Überblick über die Firmenchallenge schaffen können. Wenn Sie Fragen haben, die wirklich spezifisch für Unternehmen relevant sind, dann können Sie sich natürlich jederzeit bei uns melden, telefonisch, per Mail oder Sie vereinbaren hier einen persönlichen Beratungstermin mit uns. Der dauert knapp eine halbe Stunde oder länger oder weniger. Das schauen wir uns an. Und hier haben wir dann wirklich die Möglichkeit, dann auch auf die für Sie wirklich, wirklich wichtigen Punkte einzugehen. Wir haben jetzt aber noch Zeit. Das heißt, ich freue mich sehr über ein kurzes Feedback. Ich freue mich aber auch über Fragen, die Sie vielleicht jetzt noch an mich haben, die wir vielleicht hier in der großen Runde dann auch beantworten können. Na gut. Keine Fragen sind hoffentlich ein gutes Zeichen. Wir waren ausführlich, wir waren verständlich. Ansonsten alles zum Nachlesen gibt es natürlich auch auf unserer Homepage www.firmenchallenge-österreich.at. Danke fürs Dabeisein. Und ja, schlussendlich darf ich mich nur mit der Bitte an Sie wenden. Machen Sie mit. Wir brauchen jede einzelne Firma, um eine neue Bewegungskultur in Österreich etablieren zu können, auch Ihre. Und deshalb hoffen wir sehr, dass wir Sie am 1. Oktober beim Start der Firmen-Challenge mit dabei haben. Vielen Dank und schönen Nachmittag. Überstehen Sie die Hitze gut.